Wir stehen hier auf dem Dach des Bürogebäudes in Abstatt der Firma Hirschporozell und hier soll eine Sanierung stattfinden der Flachdachdämmung oder des gesamten Dachaufbaus. Mein Name ist Klaus Köhler, ich bin Anwendungstechniker bei der Firma Hirschporozell und tätig für alle Fragen rund um die Technik, was Kundenfragen, Handwerker, Architekten, Planer und so weiter betrifft. Also das Dach ist nun circa 30 Jahre alt. Man sieht hier, was schon freigelegt wurde. Die Dachabläufe haben sich etwas verschoben und am Dachrand hat sich die Folie gelöst. Es gibt verschiedene Schwachstellen an alten Anschlüssen bei den Lichtkuppeln, den Dachbändern, Lichtbändern und diese sollen nun saniert und die Fehler behoben werden. Es wird eine neue Dachdämmung mit dem U-Wert von ca. 0,13 aufgebracht werden. Eine Wärmeleitgruppe 031, das ist unser praktisch Hochleistungsdämmstoff in der EPS-Sparte, was hierfür verwendet wird. Mein Name ist Michaela Bayer. Ich bin Bauzeichnerin und kümmere mich hier bei Hirschporozell um die Planung der Gefälledächer. Grundsätzlich sollte ein Flachdach ein Gefälle haben. Manchmal ist es auch Bauseits, dass im Beton schon ein Gefälle eingebracht wurde. In diesem Fall ist es nicht so und wir können hier das mit unseren Gefälledämmplatten gut ausgleichen. Und Ziel ist es, das Wasser zu einem Entwässerungspunkt zu führen, entweder zu einem Gully oder zu einer Rinne, damit einfach das Wasser auf dem Dach nicht stehen bleibt. Diese Platten, die werden nummeriert. Und jede Reihe bekommt eine Ziffer. Und die Reihe 1 wird dann hier zum Beispiel komplett durchgelegt am Dachrand. Und wir haben hier eine Stückliste, da können wir schauen, dass die Reihe 1 mit 80 mm beginnt und an der stärksten Stelle 100 mm hat. Sie haben im Grunde bei dem EPS fast nur Luft, 95% ist Luft und wir kompaktieren das im Verhältnis 50:1. Das heißt, dann haben Sie hinterher diese Blöcke und wenn man den mal hochheben würde, also so ein Block wiegt dann schon einige Kilo. Das, was Sie hier sehen, waren vorher 10, 12 große Paletten voll, 2 Meter hoch gestapelt, also etwa 30 Kubikmeter. Und so bekomme ich auf einen LKW später 17 bis 20 Tonnen und kann das transportieren in die Industrieanlage, die darauf wieder ein Kunststoffgranulat macht. Ja, also dass man tatsächlich die Kunststoffe wieder aufbereitet und daraus wieder einen Kunststoff herstellt, das ist, glaube ich, ein Trend, der sich jetzt abzeichnet, weil man damit eben auch sehr gute Qualitäten erzeugen kann, um dann wieder neue Produkte daraus herzustellen. Das wird sich weiter durchsetzen, ja. Wir wollen bei dem neuen Dach hier ein Feuchtedetektionssystem einsetzen, das sogenannte ILO-System. Hier werden Sensoren, wie man es hier sieht, in die Dämmung mit eingebracht. Diese stehen dann auf der Dampfsperre des Dachaufbaus auf, sitzen in der Dämmung, in dem Dämmstoff drin und gewährleisten so eine ständige Kontrolle der Dachkonstruktion, ob Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion vorhanden ist. Dieser Sensor wird einfach nur in die Dämmung unterseitig mit eingefügt. Es wird genauso verlegt wie jedes andere Dach. Man braucht keine Verkabelung, keine Batterie, überhaupt nichts. Also bei der Verlegung und auch bei dem nachgängigen Verfahren ist überhaupt kein Aufwand dabei und eine ganz simple Sache. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auf jeden Fall. Dank der Sanierung mit unserem EPS ist das Dach jetzt nicht nur dicht, sondern wir sparen auch erheblich an Energie ein. Gerade im Dach spart man eigentlich mit am meisten ein. Mhm.